Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier am Fuße von Xaras Turm. Mit einem Suchenden, der hier drinnen auf mich wartet. Und ich höre immer noch Goblins, aber... Ach nee, der ist ja oben bei dem Dämon, genau richtig, so war das. Der Goblin ist bei dem Dämon. Und obwohl ich den Dämon nicht besiegen konnte, hat mich seine reine Anwesenheit doch auf eine Idee gebracht. Und zwar gibt es ja den Zauberspruch Dämon beschwören. Goblin-Skelett, Dämon beschwören. Ha, den habe ich sogar. Den habe ich sogar. Und wie wir gesehen haben beim letzten Mal, sind Dämonen ziemlich zähe Viecher. Das heißt, ich würde gerne... Also was ich am liebsten tun würde, ist das Ganze... Ach, das war blöd. Wegen dem Ruckeln habe ich gerade das Falsche erwischt. Ich würde gerne am liebsten einen Dämon beschwören als Rune lernen. Also, als Rune haben, um genau zu sein. Nichts zu plündern. Das wäre das Optimum. Ansonsten würde ich zumindest versuchen, sämtliche Schriftrollen zu kriegen. Für den Kampf mit dem Endboss. Ach, guck mal hier. Da ist nichts zu. Aber hier war ich ja schon. Den habe ich schon ausgeplündert. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist nur, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Aber da scheint irgendwie nichts zu sein, so wie das sich hier zumindest gegnertechnisch ankündigt. Und nach Items suche ich hier bestimmt nicht, in der Dunkelheit. Ja, okay, ein Feuerwaran. Aber sonst, wo komme ich da hin? Ach, da komme ich wieder zu dem See nach unten. Okay. Gut. Dann wäre ich hier soweit fertig. Habe ich denn eigentlich schon die frohe Botschaft verkündet, dass ich den Feuerdrachen besiegt habe? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall muss ich das Auge Innos wieder aufladen dafür. Und apropos Auge Innos. Okay, ich trage das einmal mit der Priester. Alles gut. Nicht, dass ich das irgendwie vergessen habe oder so, aber ich glaube, das habe ich danach direkt wieder angelegt. Das passt schon. Gut. Dann würde ich jetzt zurück zu Garand gehen und Bericht erstatten. Und mal schauen, vielleicht kriege ich ja ein bisschen Verstärkung für den Eisdrachen. Wie gesagt, Silvio und sein Kumpel, die dort warten. Die haben sich ja jetzt eher nicht so als Hilfe angeboten, ne? Die stehen da zwar blöd rum, aber so richtig tun wollen sie nix. So wie die Paladine eigentlich. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Hat es inzwischen wieder Angriffe... Na okay, das hatten wir. Gut, dann würde ich gerne mit den beiden hier sprechen, weil ich immer wieder vergesse, wer von beiden jetzt derjenige ist, der mir Infos über die Drachen gibt. Naja, was soll's, dann penne ich halt eine Runde da drüben. Hätte ich mir auch die Mana und Leben auf Füllorgie gerade eben sparen können. Zumindest die Lebenorgie. Naja, was heißt Lebenorgie? Also den einen Trank da. Apropos Tränke. Was ist los? Ich war zwischendurch... Für Innos. Ich war zwischendurch offscreen, ohne irgendwie zu speichern oder so, aber um zu gucken, in der Erweiterung. Nicht alles glauben, was man... Und bei den Magiern, bei den Wassermagiern in der Erweiterung, gibt es noch verdammt viele Tränke für mich. Sowohl Mana als auch Leben. Und auch einiges an interessanter Magie. Von daher bin ich da gerade entspannt, was meine Tränke angeht, auch wenn Mana so langsam zur Neige geht. So. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Irgendwelche Neuigkeiten? Oshpaks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Ja, okay. Na dann. Du hast nichts mehr für mich. Genau, es war Auric, der mir die Infos über die Drachen gibt. Nun, dann, ja, ne? Ich bin geheilt, ich bin ausgeruht. Ja, es könnte knapp werden mit dem Mana.
Hat hier irgendjemand Mana-Tränke hier drin? Ich glaube nicht. Ich habe mir das schon gedacht. Oder? Warte mal. Ne, ich glaube, den habe ich leer gekauft. Oder habe ich nur die Heiltränke leer gekauft? Weiß ich gar nicht mehr. Aber Mana wäre jetzt tatsächlich noch was, was ich ein bisschen brauchen kann. Ah, siehst du mal. 25, 75er. Da kaufe ich mir doch noch ein paar. Dann sammle ich so auf. Keine Ahnung. Alle. Warum auch nicht? So, Dämon beschwören. Schau mal einer an. Den nehme ich gerne. Ansonsten, Golem erwecken wäre vielleicht eine Idee. Zeig mal. Ich könnte es mit dem Golem versuchen gegen den Drachen. Der hat immerhin ganz gut gestallt. Komm, ich nehme zwei. Sicher ist sicher. So. So, vielen Dank. Jetzt ist aber Engor endgültig uninteressant für mich. Weil die anderen Zauber waren langweilig und die Tränke sind alle weg. Ich könnte höchstens ihm noch ein paar Sachen verticken. Aber ich schicke gerade nicht was. Ich habe zwar relativ viel Scheiß dabei, aber vielleicht brauche ich ihn ja noch. Ich glaube, das sagt jeder, der Zeug hortet. Naja. Ich habe ja genug Geld. So ist es nicht. 1.500. Das reicht fürs Erste. So. Dann würde ich jetzt sagen, Biff. Genau, so sieht's aus. Hey Biff, alles klar. Du bist voll geheilt. Und jetzt müssen wir irgendwie in die Eisregion kommen. Hier links sind ganz viele Orks und da rechts sind auch Orks. Tja, ne? Das wird spaßig. Naja, immerhin habe ich Biff dabei. Das heißt, ich bin nicht ganz alleine. Und ich sollte eine Runde speichern, bevor ich mich mit den Orks anlege. Aber ich laufe zuerst mal dorthin, wo ich sie dann sehen kann. Da drin dürfte keiner mehr sein. Genau, da waren wir ja schon da. Ork-Elite, Ork-Krieger, Ork-Schamane sehe ich auch, obwohl er nicht angezeigt wurde. So, was mache ich hier? Ich glaube, ich locke erstmal den da an. Dann würde ich den Schamanen einfrieren. Und dann würde ich die Elite einfrieren. Genau. Und dann kann ich nämlich ganz gemütlich hier meinen Blitzschlag auf den da casten und mein Mana auffüllen. Problem ist nur, Biff ist mit dem Elite beschäftigt. Ich hoffe, die kriegt der Klein, bis sie auftaut. Na, tut er nicht. Ah, sehr gut. Das, hui, der hat aber ganz schön eingesackt, hey. Aber hallo, hat Biff eingesteckt. Können wir das Ganze bitte in den Winkel machen? Dass wir nicht direkt nebeneinander stehen. Dankeschön. So. Das gefällt mir. Na, ein toter Ork ist ein guter Ork. Aber Biff braucht ordentlich Heilung. Und zwar so richtig. Sorry, das muss jetzt sein. Das dauert eine Weile. Aber mit einem nicht geheilten Biff mache ich hier auf gar keinen Fall weiter. Brauchst du Heilung? Ja, komm, das reicht. Das reicht nun wirklich. Denn nichts zu plündern. Wie denn? Nee, kein denn. Ist so, das reicht. Tatsächlich bräuchte ich aber eher für mich noch ein bisschen Heilung. Und zwar, wo ist es denn da unten? 190. Moment, 190. 180, 170, 160 und 150. Das heißt hier 1, 2 und 3. So, dann haben wir da einen Schamanen. Der ist gefährlich, weil er ist Fernkämpfer. Deswegen wird er eingefroren. Schon zack. Wieder eins von diesen Biestern. Und ein zweiter geht auch noch, solange Biff weit genug weg ist. Ansonsten sehe ich da hinten einen Wag?
Ey! Das war nicht gut. Moment, ich brauch mal eben schnell Mana. Und dann... Mist. Nein, wirf nicht davor laufen. Ups, das war reines Mana. Naja, was soll's. Ist Biff tot? Biff ist tot. Verdammt. Okay, das wird so nix. Wenn Biff tot ist, funktioniert das sowieso nicht. Tja, dann würde ich aber vermuten, dass wir hier unten nicht durchkommen zur Eisregion rüber. Okay, ach, jetzt sind wir wieder davor. Naja, was soll's. Wird schon passen. Wie kommen wir zur Eisregion? Ich werfe einen Blick auf die Karte. Wir könnten auch hier unten lang. Wenn ich das richtig sehe. Das ist aber halt mitten durchs Orkgebiet. Ich denke mal, das Einfachste wird tatsächlich das sein, wovor ich am meisten Angst hatte bisher. Aber jetzt, wo ich das hier so sehe, was hier südlich der Burg abgeht, eigentlich gar nicht mehr so schlimm scheint im Vergleich. Nämlich da vorne durch das kleine Wäldchen durch. Ja. Ich weiß nämlich nicht, was dahinter ist. Ich weiß nicht, wie viele Orks dahinter stecken. Und ich weiß nicht, wie viele Orks im Wald sind. Naja, was soll's. Wird schon passen. Guck mal, ein Wag. Guck mal. Kein Wagen mehr. Ah, ich fühle mich so langsam. Zumindest gegenüber den Gegnern, mit denen ich früher so massiv Probleme hatte, fühle ich mich dann deutlich stärker. Mit meinem Blitzschlag jetzt. Wobei, der Eisblock, der ist auch ganz gut. Ach nee, eine Blutfliege. Hilfe. Ah, siehst du, Orks. Und ganz schön viele. Biff, hau ab. Nein, nein. Nein, Biff, nein. Ach. Ach. So. Na, okay. War ja nicht so schlimm. Tatsächlich sind, glaube ich, hauptsächlich diese... Nichts zu plündern. Hauptsächlich die Ork-Eliten unser Problem, so wie ich das sehe. Weil hier zwei Krieger, kein Problem. Aber da hinten ist noch weitere Orks. Natürlich. War ja klar. Das war so klar, dass ich hier Blutfliege einfriere. Naja, gut, was soll's. So, 194. 4. 14. Und 24. Genau, und dann fehlen noch 100. Das heißt, hier zwei... Ich höre Orks, aber sie tun nichts. Ach, guck mal, ein großer Heiltrank. Sehr schön. Brauchst du ein Wag da hinten. Da schlupft ein Wag rum. Brauchst du. Den hole ich mir gleich mal. Na, noch einmal. So. Na, dann komm mal her. Biff. Ah, Junge. Weich doch nicht zurück, wenn er mich angreift. Also bitte. Das war ja mal wirklich unnötig. Mann, Mann, Mann. Nichts zu plündern. Schon wieder eins von diesen Biestern. Naja, das ist nur eine Blutfliege. Die kriegst du klein. So, was haben wir hier? Da drüben ist noch ein Wag und ich sehe gerade mit Schrecken, dass ich Mana brauche. Und eigentlich brauche ich auch Leben. 1, 2, 3, 4 hiervon. Und dann zwei kleine Tränke. Genau.
So, was haben wir da außer dem Wag? Ich sehe nur... Ach, da hinten sind noch... Da hinten sind noch Orks. Ah, Pilze. Schon wieder eins von diesen Biestern. Nö, ich war schneller als du. Ja, okay, nur Butterfleisch. Schade. Ich dachte eigentlich, die wachsen immer zusammen. Ja, das sind Dunkelpilze. Aber halt leider auch sehr viele Orks. Und ich hab... Ja, da sind noch mehr Dunkelpilze. Die hole ich mir auf jeden Fall. Ich habe gerade genug zum Essen. Ich will jetzt erstmal verhindern, dass Biff sich mit der Riesenorgel hier anlegt. Weil darauf habe ich irgendwie keine Lust, dass der da hängen bleibt und dann stirbt und ich dann nicht gespeichert habe zwischendurch so lange. Und dann alles verloren geht. So, aber das hat funktioniert. Wir können uns jetzt mit den Orks anlegen. Wir können es aber auch sein lassen. Mach ich mal anders. Ich komme da eh noch oft genug zurück zur Burg. Es sei denn, ich bin kurz vom Level. Nö, nicht wirklich. Den fünften Kreis kann ich gerade eh noch nicht lernen. Weil, warum auch immer. Also, ja, es liegt letzten Endes daran, dass ich die Drachen noch nicht besiegt habe und auch im vierten Kapitel bin. Man kann den fünften und den sechsten Kreis der Magie erst im letzten Kapitel lernen. Und ja, das mit den Drachen ist das vorletzte Kapitel. Genau, aber ich weiß nicht, was die Ingame-Erklärung ist dafür. Die Magier sagen halt, ich bin noch nicht bereit dafür. Naja, was soll's. Muss ich mich halt mit Level 4 Zauber hier rumschlagen. Und die Drachen besiegen. Beziehungsweise mit Schriftrollen. Schriftrollen haben ja die tolle Eigenschaft, dass man sie immer zaubern kann. Selbst ein Nicht-Magier kann mit Hilfe von Schriftrollen die allermächtigsten Zauber einsetzen. Und es kostet auch nur 5 Mana. Nachteil ist natürlich, dass es nur begrenzt viele Schriftrollen gibt im Spiel. Aber wenn man so richtig Probleme hat, so als Magier, nicht als Magier, aber so als Kämpfer, als Paladin oder als Drachenjäger, dann können Schriftrollen durchaus die Rettung sein. Wobei ein Paladin hat, glaube ich, eigene Runen. Aber ich weiß nicht, ob Paladine auch Runen haben, die Schaden machen. Da bin ich gerade befragt. So. Wir sind hier auf dem richtigen Weg und ich sehe gerade, ich brauche ganz viel Mana. 70, um genau zu sein. Dann verschwende ich halt mal die 5 Verzolls. So. Hier in den Wäldchen sind, glaube ich, auch Orks. Hier waren im ersten Teil schon ganz viele Orks. Oder? Ja, da sind Orks. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier, um Orks zu prügeln. Ich will in die Eisregion. Davon habe ich mal versucht durchzukommen. Das hat nicht funktioniert. Ich würde hier einfach sagen, ich gehe mit dem guten alten... Das, was schon mal funktioniert hat. So wie ich da schon mal hingekommen bin. Und laufe einfach hier den Fluss lang. Das dürfte funktionieren. Ohne Probleme. Biff, kommst du? Ja, du bist da. Das sollte problemlos funktionieren. Ach so, genau. Noch kleine Info, weil, wie gesagt, ich war zwischendurch in der Erweiterung. Habe geguckt wegen Tränken. Es gibt dort jetzt im vierten Kapitel... Ich war ja zuletzt im... zweiten, glaube ich, dort, oder im dritten? Es war im dritten, ja. Es gibt da mittlerweile neue Gegner im vierten Kapitel. Das heißt, es würde sich tatsächlich nochmal lohnen, wenn ich Lernpunkte noch brauche oder ein bisschen zu schwach bin, nochmal in die Erweiterung reinzugehen und nochmal ein bisschen abzugrasen. Es gibt dort neue Gegner, die ich erlegen und mich damit hochleveln kann. In Korinnes müsste das auch der Fall sein, aber da bin ich noch nicht so sehr rumgekommen, dass ich es gesehen hätte. So, hier haben wir die Drachenjäger. Gibt's hier was Neues? Habt ihr vielleicht was mitgekriegt, dass die anderen Drachen... Also, wo sind jetzt die Drachen? Was Genaues kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Hier, hast du was zu trinken? Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Lass uns mit dem Training beginnen. Sieh an, selbst ein Magier bin ich... Ich glaube... Das bringt alles gerade nichts. So langsam bekomme ich also Hunger. Ja, hier. In Ordnung, du bist es wert. Das will ich meinen. Geht das nach Zeit oder geht das nach Gold, das ich selber gefunden habe? Kann eigentlich nicht sein, weil ich habe gerade kein Gold gefunden.
Ich glaube, das geht nach Zeit. Was sagt die Uhr? 10.58 Uhr, merke ich mir mal. Und wenn er dann wieder kurz vor 11 nach Geld fragt, dann weiß ich, es geht nach Zeit. So, es gab keinen Kapitelwechsel, seit ich letztes Mal hier war. Das heißt, es gibt hier keine neuen Gegner. Es gibt nach wie vor diese Drachensnapper da oben. Auf dem Weg da hinten, hinter den Bäumen. Und ich glaube, da drüben war noch irgendwas, oder? Waren da nicht irgendwelche Banditen oder so? Oder waren da... Ah, Eiswolf. Schau mal einer an. Richtig, die waren ja ziemlich heftig, ne? Ein Troll! Haha, hehe. Und Echsenmenschen. Hehehe. Nee, lass mal, das muss nicht sein. Aber mit dem Eiswolf lege ich mich an. Ah ja, das ist machbar. Schau mal einer an. Gut. Ach ja, die nehme ich mit. Schade, dass die Hütten aus dem ersten Teil hier weg sind. Aber gut, es zerfällt hier natürlich alles. Das finde ich aber schön, ehrlich gesagt. Gefällt mir, dass hier so alles so ein bisschen zerfallen ist gegenüber dem ersten Teil. Weil natürlich die Leute es verlassen haben. Weil natürlich der Zahn der Zeit daran genagt... Brauchst. Oder daran genagt hat, um genau zu sein. Hier reicht ein kleiner. Dann war doch hier irgendwo noch ein... Einer der Wölfe, wo war der denn? War das der hier? Nee. Nichts zu holen. Nee. Ich hab doch hier weiter hinten noch einen umgelegt. Mit Blitz. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ach, da ist eine Hütte. Guck mal, reingestürzt zu halb. Gut, aber wie gesagt, hier hinten ist eine Höhle. Oder war ich da schon drin? Banditen. Nee. Gut. Dann würde ich mal sagen, die Folge ist schon wieder sehr lang. Ich kümmere mich nächstes Mal um die Banditen und dann gehe ich rein zum Eisdrachen, ne? Und außerdem erfahren wir in der nächsten Folge, was hier in dieser Hütte sich versteckt und verbirgt. Haha. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.